Wunderbar. Oh, jetzt haben wir sogar den roten Dameball, der wird optisch leichter zu erkennen sein. Ne? Die Wienerinnen haben den Ball. Und da haben wir schon das erste Angriff. Schaut so aus, es wären 12 Menschen unter Wasser gleichzeitig. Schaut gut die aus. Die Wienerinnen schon mit dem ersten Angriff. Das ist Billy, Uli und? Und da haben und wir den Ball schon Torchance, und? Erste Torchance. Wow. Und jetzt die Verteidigung hat er. Da geht es aber richtig zur Sache. Ah. Alle unten, alle oben. Die Situation ist das noch ist nicht die Ulrike. Geklärt, ja. Die Nausika hilft ihr. Ja, die Nausika attackiert. Ui, schau. Wieder eine Torchance. Vielleicht kann sie sich rüberdrehen. Also, wir werden uns gleich entschuldigen, wenn wir die Namen der Grazerinnen leider nicht wissen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie die unter Wasser ausschauen. Die Steffi würde ich erkennen. Die Steffi ja. Würden wir erkennen. Und der nächste Angriff von Graz, jetzt über die Dane. Und schon wieder Verteidiger da. Wieder. Und da ist da haben wir wunderschön. Schon und das war, glaube ich, die Brille vergessen. Und aber ist die, die blauen, das Team von Wien, wieder Gas Richtung ja. Tor, ein ja. Angriff. Und das dauert ein bisschen oh. Zu lange für meinen Geschmack, weil jetzt ist der Ball auf der anderen Seite. Oh, fällt auf der anderen Seite runter, aber ein sehr guter Attack. Wer schaut in die falsche Richtung? Ja, ja jetzt umdreht, wunderbar. Aber der Ball, die Norwegerin vielleicht. Vielleicht auch nicht, die Norwegerin. Das ist jetzt die Stelle, das ist kenne ich, ja, und da gibt es einen Zug auf das schaut richtig gefährlich aus. Aber das sind vier blaue drauf, oh. Das sollte doch. Ja, aber sieht man den Ball? Wie du siehst, da braucht es wirklich alle ja. Spielerinnen beim UVC Wien. Um diesen Angriff abwehren zu können. Ja, also, ja, das sind jetzt vier Weiße unten, jetzt könnte man den Angriff abstoppen ja. Und dann, jetzt sind es nur noch zwei. Ja, also ja, die Denise, die macht das gut, die verzögert ein bisschen und jetzt muss der Angriff rein. Kommen, ja. Die Nausika versucht es von der und er ist und drin ist er. 2:0. Wieder mit dem Ball gewinnen. In die Mitte, ganz das toll. Ist das sieben Gegnerin? Denise oder wissen das? Das könnte die das Denise, ist die Denise sein, ja. Die könnte jetzt eigentlich das 13:0 erzielen. Ne? Ja, das oh. War jetzt ein bisschen zu halb. Das Ball ist auch heiß. Ja. Nausika. Die Nausika. Und? Kann sich nicht durchsetzen, aber es waren auch einige. Ganz toll. Ja, und schau das genau das, was wir im Training gesagt haben, wenn wir den Ball kriegen, schauen wir das schön, mal mit. Wir sind zu viert jetzt. Wie du siehst, zwei gegen eine. Und Tor von der Ulrike, ja, sehr schön. Wobei man jetzt die Dido sich noch ein bisschen weiter umgehalten hätte. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Wieder über die Dame, jetzt über die Ulrike. Und, ja, gibt Gas. Aber sie kriegt den Ball nicht. Doch, sie kriegt ihn ja, rüber. Und jetzt Chance für die Daniela. Aber es sind drei Weiße am Korb. Ja. Sie gibt aber nicht wieder auf. Der Ball bleibt bei den Blauen. Noch da, bleibt ist noch heiß. Ja, nicht schlecht. Und wird weiter gespielt. Ja, passt perfekt. Ja, ja das ist okay. Die nächste Welle. Ui, aber jetzt ungenau Pass auf ungenau die Steffi passt, wieder. Die Steffi, ja. Immer am Ball. Und wo geht der Konter? Nach oben. Wenn sie den Konter nach unten macht. Und der Ball fällt runter. Und Ball fällt runter, jetzt ist eine blaue schneller. Das, ist das war aber und? Nicht sonderlich schnell zugegriffen, muss man sagen. Ja, das ist leider. Auf die Ulrike. Ein Handicap, ja. Und der Ball rennt schon wieder. Der Ball rennt wieder weiter. Ball nicht zurückgeben. Man hat dann denselben Gegner noch einmal, wie man sieht. Ja, aber jetzt ist das Tor wieder gut gelöst. Jetzt. Schneller Pass auf die andere Seite. Ja, aber die Verteidigerin hat aufgepasst. Ja. Das hat schon die Wienerinnen kontrollieren den Ball da. Das ist. Also man sieht schon sehr stark im Aufbauspiel, dass der Wien viel mehr Tor entwickelt. Wieder 1 gegen 1, die Denise. Ja, gut gemacht. Ja, schade. Gut gemacht gesehen. Von der Torfrau. Ja, ein bisschen war Torfrau. Die Schuld sehr drin, gut. Aber... Ja, das hat schon gepasst. Und jetzt aber wieder der Angriff. Oh, 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 aber drei blaue unten und das Tor ist leer. Ja. Der Ball fällt runter. Aber jetzt ist er die Steffi. Wir können das sonst sein. Gas. Hoppala. An der richtigen Stelle, ja. Am Boden, aufs Tor. Aber da ist die Ulrike. Oh, die Ulrike, die verteidigt so wie letzte Moment. Ja, aber sie hat den Ball. Und sie hat den Ball. Also wie. Das Tor leer, was ist da los? Das Tor ist leer. Das Tor ist leer. Und kein Sommer ist da. Oh. Das ist 3:1. Das war jetzt auch ein schwerwiegender Fall. Du bist wirklich nur der Superfucker. Ja, du bist nur noch der Drucker. Du bist also schon sehr bei den und Simpsons. Die Wienerinnen haben den Ball und es geht schon in Richtung Wiener Tor. Die Wienerinnen haben es ein bisschen verschlafen. Die Ulrike hat jetzt den Ball erobert. Es geht an der Seite in Richtung Grazer Tor durch die Mitte. Zwei, drei Spielerinnen von Wien. Das sind leider ein bisschen zu der Seite. Das ist die Wechselgassenseite. Da kommt von oben jemand reinspringen. Aber sie macht und das ganz da schön genau. Sie unseren Ersatz. Es ist ganz toll. In der zweiten Halbzeit werden wir endlich wissen, wer die Grazerinnen sind. Na, die Steffi hat den Ball. Die Steffi, das ist die einzige, die man weiß. Ui, 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 das könnte aufs Leere gehen. Ah, gerade noch gehalten. Können Sie die es einstellen und da müsst ihr dann das nächste Spiel eintragen, weil wir spielen weiter. Super, weiter gespielt noch.
Jetzt haben wir wieder super Torschuss. Und drinnen. Und das ist das 5:1. Gazalan am Korb. Steffi greift an. Steffi, die direkt alleine angreift. Und sie wird sich durch. Sie ist über dem Korb alleine. Und. René Wessel, Tor von Steffi, das 2:5 für Gazalan. Steffi, zur Verteidigung steht. Die bereiten ihren Freistoß vor. Und Ausführung. Direkt drauf. Verteidigung kurz offen gewesen. Lisa am Tor, der Grazer. Und. Konter. Jule ist am Korb. Alleine, oberhalb am Korb. Das könnte ein Tor werden. Und es ist ein Tor, glaube ich, Denise. Und Angriff von Steffi. 1 gegen 1. Also, ja, Stefanie greift vom Kopf an, wie Denise vorher. Und das ja, ich glaube, man merkt, wir sind an Isabella. Isabella Ding. Und lässt ihn nicht los, hat ihn gut eingepackt, jetzt wieder offen, aber geht hoch. Leider ist nicht mit dem Kopf gekommen, die Wienerin ihn brav im Kopf. Also es schaut aus, dass Graz etwas besser startet als das letzte Spiel. Das ist die Trentinerin im bunten Badeanzug. Stefanie greift an auf der anderen Seite. Nein, Lisa. Gehalten. Aber die Wiener Verteidigung steht weiterhin klar. Das ist Lisa Servos, die den Ball hält. Zum Konter aber etwas zu langsam für die Grazer Verteidigung, die das sehr brav ist, aber ausgepasst auf den. Sehr schön von Anne. Gerade noch gesichert. Das ist eine schnelle Spielerin, aber gerade noch draufgelegt. Ich glaube, das ist Isabella Thiem und die Trentinerin Gabriele, die sich da direkt auf den Ball hängt. Und im zweiten. Schöne Übergabe. Denise, die den Ball hat. Denise gibt den Ball weiter an eine Weiße. Und Stefanie Leppert. So, Denise in der Verteidigung hat ordentlich die Flossen gegengehalten und konnte den Ball etwas rauszukommen. Aber Stefanie greift von oben. Nein, das ist das nicht Stefanie. Stefanie liegt unten. Und? Ja, Ausgleich. Bis vorne, wer ist das? Andreas, kannst du uns den Namen sagen? Und jetzt dürfte das die Bilim sein? Also Bilim geht da nach vorne schön mit dem Kopf von der Seite. So, auf aber die jetzt, dass die Sabrina ist schlecht gelegen, hat den Ball. Oh, aber wunderschönes Tor. Das war wunderschön. Steffi ist very bold. Steffi trust him. But you should. You can breathe afterwards. Yeah. So, this is a good chance for. Oh, that's another goal for Graz. So, wir kommen zurück und. Hallo von mir. Ich habe mich vorher schon vorgestellt, ich bin der David vom EKUS. Ich spiele seit 5 Jahren unter Wasser Rugby. Es sind alle Wiener aufgetaucht und die Grazer sind im Ballbesitz. Das war ein schlechter Pass. Und Tor für Wien. Ball. Tor ist frei, Verteidiger ist keiner da. Schöner Ball weggenommen. Jetzt könnte sie alleine reinziehen. Eine zweite Wienerin kommt mit, spielt ihn quer. Noch jetzt spielt sie ihn quer. Und Tor. Das war das 6:2